Das war in Ordnung für dich. Auf jeden Fall. Sehr. Okay, das wirkt jetzt ein bisschen komisch, oder? Bin ich mir das eingebildet so? Ja, nee, es war cool. Hallo die Menschen da draußen, ich hoffe es geht euch gut. Schön, dass ihr eingeschaltet habt in meinem Kanal? Ich weiß es nicht, ihr habt eingeschaltet. Schön, dass ihr da seid, schön, dass es euch gibt. Danke für eure Existenz. Wow. Ja, ich freue mich, falls das noch nicht rauskam. Willkommen in dem Safe Space Wohnzimmer eurer Wahl. Lehnt euch zurück, macht es euch gemütlich. Wir kommentieren heute die 5. Folge schon. Und ich bin sehr überrascht, weil wir jetzt bei der 5. Folge sind und es bisher immer noch größtenteils positiv zu sich geht. Und das macht mich natürlich sehr glücklich. Und ehrlich gesagt, in den Kommentaren und anhand von allem, was ich so mitbekomme, seht ihr das genauso wie ich. Mir ist letzte Woche übrigens fast ein kleiner Fauxpas passiert. Und daran sieht man wieder, wie vercheckt ich bin. Ich bin nämlich davon ausgegangen, dass Princess Charming immer donnerstags rauskommt, also veröffentlicht wird. Und dadurch, dass Johannes im Urlaub war und wir uns verspätet haben, haben wir die ganze Zeit gedacht, ja, donnerstags kommen ja die Folgen raus. Also hat Johannes noch richtig Gas gegeben und wir haben die ganze Zeit geschrieben und dann war es so, okay, es ist zu spät, nee, wir hauen das noch raus. Donnerstagabend um 8 Uhr oder so das Video rausgehauen und die ersten Kommentare so, hä, aber Princess Charming kommt doch erst morgen raus, am Freitag. Und dann waren wir so, nein. Und dann haben wir nachgeguckt und turns out, es kommt am Freitag raus immer. Also kommen Videos jetzt immer freitags und montags raus, damit die Abstände wieder irgendwie so ein bisschen passen. Und ich freue mich sehr. Wie immer findet ihr die ganze Folge unten in der Infobox, wo auch ganz viele andere tolle Sachen verlinkt sind. Da könnt ihr nochmal gucken und darüber ist wie immer an derselben Stelle, am selben Ort, immer noch kostenlos die Möglichkeit, diesen Kanal zu abonnieren, um immer up-to-date zu bleiben und Videos von Henry zu bekommen. Und wer Lust hat, kann natürlich auch eine Mitgliedschaft abschließen. Aber bitte nur, wenn ihr wirklich könnt. Habt ihr schon ein Getränk geholt? Habt ihr euch schon Sonnenschutz? Wisst ihr was? Ich habe immer gesagt, habt ihr euch ein Getränk geholt? Jetzt ist es, habt ihr euch schon ein Getränk geholt? Und habt ihr euch schon Sonnenschutz auf die Schnauze geballert? Müsst ihr jetzt nicht machen, wenn ihr das Video erst um 3 Uhr nachts guckt. Aber alles, was quasi ab morgens irgendwie losgeht, bitte Sonnenschutz. Und jetzt geht's los. Ein regnerischer Morgen auf Koh Samui. Nicht nur das Wetter drückt auf die Stimmung in der Villa. Man merkt natürlich schon in der Villa, da verändert sich die Energie irgendwie. Ich kann mir vorstellen, dass in den nächsten Tagen auch so die ersten Eifersuchtsszenen auftauchen werden. Die letzte Happy Hour war mega schön mit Madeleine. Ich bin ihr näher gekommen. Ich habe ihr gezeigt, dass ich Interesse habe, großes Interesse. Ja, das hast du für so 18 Mal an dem Abend gezeigt, stimmt. Ich bin noch relativ neu oder frisch so zur Gruppe dazugekommen. Ich glaube, ich muss noch so ein bisschen realisieren, warum wir wieder eigentlich hier sind. Ich möchte natürlich Madeleine kennenlernen, dementsprechend. Ich glaube, ich sollte einfach darauf scheißen, so auf die anderen. Ist mir egal, ob ich mich dann wieder unbeliebt mache oder so und dann. Es ist mir einfach egal. Ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen laut zu sagen, es ist mir egal, und es wirklich zu fühlen. Ich glaube, es ist gar nicht so leicht zu fühlen, dass es einem egal ist, was andere von einem denken. Und ich glaube auch gar nicht, dass es das Ziel sein sollte, dass es generell einem egal ist, was Leute von einem denken. Ich glaube, es sollte einem egaler sein, was Menschen, die man nicht kennt, von einem denken. Und das würde ja dann wieder hier so halbwegs passen. Aber ich finde prinzipiell zu sagen, so, es ist scheißegal, was Menschen von dir denken, stimmt ja nicht ganz. Ich will ja auch, dass Menschen von mir denken, dass ich ein netter, liebenswerter Mensch bin und nicht, dass ich ein fucking Arsch bin, der einen Scheiß auf die Meinung von anderen gibt und immer nur auf sich selbst bedacht ist. Aber ich weiß natürlich, was sie meint. Ja, das war Dr. Senf zu ihren Diensten, ungefragt. Liebe Ladies, ihr glaubt vielleicht, ihr kennt mich schon ganz gut. Doch es gibt einiges, was ihr noch nicht über mich wisst. Elsa, Aisun, Melanie und Lilly. Seid ihr bereit, euch auf die Spuren meiner Vergangenheit zu machen? Ich freue mich auf euch, eure Madeleine. Okay, let's go. Ich habe schon gehofft, dass mein Name mit drin steht. Jetzt gab es eine Gelegenheit, aber ich bekomme mich wieder nicht. Das ist wahrscheinlich was auch eben angesprochen wurde, dass je mehr Folgen vergehen, immer mehr auch Unsicherheiten rauskommen werden, weil es wird nie 100% gerecht sein. Und natürlich hat die Princess Präferenzen und ich bin mir nicht mal sicher, ob die Princess wirklich die Gruppen selber aussucht, vielleicht mitsprechen darf, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich finde es absolut verständlich, dass man da irgendwie unsicher wird. Und ich glaube, man selber bekommt das auch immer viel mehr mit als alle anderen. Die 4 Frauen müssen nun an verschiedenen Stationen Fragen über Madeleine beantworten. Ich freue mich. Wir freuen uns. Wie gut haben sie in den letzten Tagen aufgepasst? Ich glaube, hier ist ein Brief. Okay, Leute, seid ihr bereit für das erste Rätsel? Wie habe ich meine Kuscheltiere als Kind? Okay, sie hat vorher auf jeden Fall auch ein paar Kaffee und Red Bull getrunken. Okay, seid ihr bereit? Okay, let's go! A. Kuschelbären. B. Mumubärchen. C. Muschibären. Oder D. Schmusebärchen. Ich sag Schmusebärchen, aber ich habe keine Ahnung.
Für sich, jeder für sich. Ja. Ich tendiere. Wir tendieren alle. Okay, Leute. Zieh das ab. Scheiße. Ich weiß nicht. Also, ich habe Mumu-Bärchen, das ist ein X da. Das ist, glaube ich, also bei mir ist auch ein X. Wir haben auch ein X. Ich glaube, wir haben alle jetzt alle Mumu-Bärchen genommen. Alle Mumu-Bärchen. Wenn jetzt derjenige, der diese Sendung einfach nur guckt, ne, und nicht anwesend ist, recht hatte, dann freue ich mich ein bisschen. Oh man, fuck, es war Muschibären. Oh. Ah, toll. Schade. Da ist ein Brief, Leute. Ein Brief, ein Brief. Okay, let's go. Are you ready? Nice. Ein Brief, ein Brief, ein Brief. Oh, wie viele Beziehungen hatte ich bisher? A, 2, B, 1, C, 0, D, 6. Verdammt. Verdammt. Okay. Ich mach's jetzt ich einfach. Halt so, ich mach auch. Ich auch. Ja. Ich hätte, glaube ich, die Mitte genommen wieder. Irgendwie so 3 oder 2 oder was war das? Ich weiß es nicht mehr. Yeah. Yeah. Ja. 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 Also 2, sehr gut. Auf Elsa bin ich schon ein bisschen eifersüchtig. Echt? Ja, weil das, die einzige, weil das halt diejenige ist, mit der ich mich am meisten so vergleiche. Ah. Was meinst du mit, du vergleichst dich mit ihr? Du findest ja, dass du... Nee, das ist so die Person, mit der ich, glaube ich, am ähnlichsten bin vom Vibe. Ah, weißt okay, du, was ich okay, ja, ja. Also, so empfinde ich das so. Elsa ist eine coole Frau aus meiner Sicht. Das ist eine super schöne Frau. Vor allem ist sie auch, glaube ich, schneller oder besser darin, sich zu öffnen. Das kann gefährlich werden. Aber ich finde es auch cool, dass sie damit so reflektiert umgeht. Ne? So sagt so, ey, ich sehe bei Elsa irgendwie Konkurrenz, weil ich finde, sie sieht vom Typ her ähnlich wie ich. Und es kann schon sein, ich kann mir das auch vorstellen, ich finde auch, dass Elsa eine sehr offene Art hat und dass man ihr zumindest Unsicherheit nicht so anmerkt. Es ist ja auch immer eine Frage, wie man mit Unsicherheiten umgeht, weil ich finde es natürlich überhaupt nichts Schlimmes, unsicher zu sein und völlig normal. Die Frage ist immer, wie geht man damit um und wie sehr überträgt sich das so? Gerade bei so einem Format spielt das natürlich eine Rolle, versus alleine daten, also privat, ohne Kameras. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich dich nehmen, weil du einfach mehr Charakter hast. Sorry, wenn ich das so gesagt habe, aber ja, aber ist halt einfach so. Das ist ja schon irgendwie das zweite oder dritte Mal, dass Elena jetzt gegen Elsa schießt und ich finde es irgendwie, ich finde es immer nicht so schön. Ich finde, man muss das nicht sagen. Ich finde, man hat es nicht nötig, andere Menschen abzuwerten, um sich selber aufzuwerten. Wenn Elsa wirklich keinen Charakter hat, dann wird es ja irgendwann rauskommen. Dann meist ist da ja einfach ganz viel Unsicherheit oder irgendwas, was mitschwingt. Ne? Und man möchte die Person dann schlecht reden. Es ist eine Form von Selbstaufwertung und Unsicherheiten kaschieren. In dem Moment möchte sie ja wahrscheinlich Bestätigung von den anderen Personen hören. So von, ja, voll, die hat überhaupt keinen Charakter, lass mal über die lästern. Das ist zumindest der Vibe, den ich jetzt habe. Ich glaube, dass Elsa nichts anbrennen lässt und dass Elsa auch viel Augenkontakt hat schon mit Madeleine und auch weiterhin suchen wird. Und ich kann mir vorstellen, dass es da auch noch mehr geht, auf jeden Fall. Okay. Seid ihr bereit? Was ja. habe ich schon mal bei einem ersten Date gemacht? Oh. A. 4 Tage nicht das Zimmer verlassen. B. Bungee-Jumping. Scheiße. C. 7-tägiger Roadtrip. Oder D. Tätowieren lassen. Bei einem ersten Date. Wisst ihr es so sicher, sicher? Absolut nicht. Müssen wir alle raten? Ja. Doch. Okay, Leute, wir machen. Also zuzutrauen wäre ja fast alles davon. Ich sage jetzt einfach mal basierend auf dem, was ich von einer Freundin von mir gehört habe, die selber lesbisch ist. Die würde jetzt sagen, safe 4 Tage langes Date. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, vielleicht sowas wie tätowieren auf einem Date. Ich weiß es nicht. Ihr könnt gerne mitraten. Okay, ich mache jetzt Roadtrip. Ready? Nein! Nee, dann mache ich nicht Roadtrip. Nein, das zählt nicht. Das zählt. Ey, das ist ey, nein. Shit. Du bist so unfair. Wir dürfen doch unfair sein. Wir haben gesagt, so unfair. Kommen. Ich will das. Yay, 4 Tage zu machen. Das zählt halt gar nicht. Man darf schummeln. Ey, das ist so assi. Fand ich in dem Moment natürlich nicht so cool, weil hätte ich das gewusst, hätte ich vielleicht auch gewartet, bis die anderen die Antwort machen und dann geguckt und dann hätte ich auch noch was anderes tippen können. Ja, I don't know. Ist halt ein Spiel. Ich finde es jetzt nicht so dramatisch, weil also man hat ja nicht realistisch Bonus dadurch, oder? Ey, das ist aber echt Cheaten, Mann. Das geht das nicht. Ist egal. Was ist jetzt die Antwort? Okay, jetzt fühle ich mich schlecht. Aber eigentlich ja. nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja, juckt dich halt nicht, ne? Nee. Hat man schon bei Staffel 1 gemerkt. Boah. Wenn du damit leben kannst? Ja. Lässt sich gut leben, ne? Wo ist meine erogenste Zone? A, an der Innenseite der Oberschenkel. B, der Bauchnabel. C, die Brüste. Oder D, hinter dem Ohr? Ich hab was. Ich muss raten. Hast du eine Ahnung? Nee, ich habe keine Ahnung, aber sag mir mein Gefühl. Okay. Seid ihr ready? Machen wir? Ja, aber nicht gucken, Elsa. Nee, schummel nicht. Okay. Ich habe schon das Gefühl, ich ziehe was Falsches ab, aber ich mach's einfach. Yes! Falsch. Ich hab auch falsch. Was hast du abgezogen? Richtig ist, hinter dem Ohr. Ich habe Oberschenkel gemacht. Hey, nicht gewuscht. Hello! Hello! Lehnt sah sehr gut aus. Sie ist aber richtig hübsch. Wie war die Schnitzeljagd? Interesting.
Interessant. Ja. Ja. Erste Runde hatten wir alle falsch. Ja. War das mit dem Kuscheltier? Das war mit dem Kuscheltier. Genau. Das hatten die alle falsch. Ja. Wer hat denn gewonnen? Realistisch betrachtet hätte ich gewonnen, aber wir haben hier ein Schummelbärchen. Aber im Endeffekt sie. Aber im Endeffekt. Du hast ein Schummel? Also es kommt auf jeden Fall noch eine Frage, weil es zwei Gewinnerinnen geht ja leider nicht. Mhm. Aber mit der endgültigen Gewinnerin würde ich dann auch gleich schon direkt ein Einzelgespräch haben. Mhm. Also. Mit wie vielen Jahren hatte ich mein Coming Out? Okay, seid ihr ready? 3, 2, 1. 21. 16. Hast du 21 gesagt? Ja, ich habe keine Ahnung. Ja, also ich bin so 20, 21 erst. Ja. Herzlichen Glückwunsch, meine Liebe. Danke, meine Liebe. Wenn wir alle wirklich richtig gespielt hätten, ohne zu schummeln, wäre ich auch die Erstplatzierte gewesen. Das ist das, was mich ein bisschen ärgert. Ich habe mir übrigens jetzt so eine Karaffe geholt, wa? Weiß nicht, warum ich das gerade so gesagt habe. Damit ich immer Wasser da habe. Das heißt, wenn wir jetzt Board Games spielen, dann bist du auch am Schummeln? Nein, bei Spielen nicht. Aber im echten Leben schon. Mhm. Ich wollte mit dir reden heute, ich wollte, dass wir uns sehen. Und ich dachte, das ist schon nach diesem, was ich nicht sage, das wäre schon das Ziel so wahrscheinlich, oder der Gewinn, ja. So ist es. Gut, dass du weißt, was du willst. Ich will was Besonderes sein für dich. Was Besonderes? Ja. Ich hätte ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet, dass, also dass eine Frau dazu kommt so spät und ich trotzdem so schnell, so intensiv interessiert an ihr bin. Darf ich küssen? Konsenskuss. Es war, glaube ich, auch so der erste Kuss, wo ich so ein bisschen das auch wirklich in meinem Bauch gespürt habe. Ja, also war sehr schön. Ja, wenn ich mit jemandem diese Nähe austausche, dann wird natürlich mein Interesse größer an dieser Person. So, und das ist es bei ihr auf jeden Fall. Ja, aber ich möchte euch schon nochmal drücken. Hä, aber war der Sinn dieser Sache, dass die eine Schnitzeljagd machen und nur eine Person von denen ein Einzeldate bekommt? Das ist ja richtig weird. Was ist denn das für ein komisches Konzept? Also ich finde, zumindest hätte man sagen können, okay, wir alle quatschen zusammen, wir machen ein Gruppendate und dann nehme ich eine Person nochmal raus, die gewonnen hat. Finde ich jetzt, also das, nee. Wir haben eine Schnitzeljagd gemacht. Geil. Aber ohne sie, nur wir. Nur ihr? Ach cool. Und cool. Am Ende haben wir sie ja dann alle zusammen getroffen. Oh Mann, das wäre meins gewesen. Ich liebe so Sachen. Schnitzeljagd, Leute, dass ich nicht dabei war. Es war so ein Battle gegeneinander. Also hätte Elsa nicht geschummelt, wäre ich die Erste. Mhm. Jeder macht seine eigenen Regeln. Ja, habe ich auch gemerkt. Okay, also uns richtig angepisst, das ist richtig doof. Habt ihr auch schon Riffs? Nee. Ich glaube, Elsa hat gesagt, nee. Also es ist eine Theorie, ne? Wilde Theorie. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie in dem Moment gedacht hat, okay, es stürzen sich jetzt alle gerade auf mich, weil ich geschummelt habe. Wenn ich jetzt auch noch sage, dass ich rumgeknutscht habe mit ihr, dann sind alle richtig sauer auf mich. Und dann kriege ich noch mehr Scheiß ab und da habe ich jetzt keinen Bock drauf, schätze ich mal. Liebe Nina, die nächsten Stunden gehören uns allein. Ja. Hast du Lust, den Abend mit mir ausklingen zu lassen und morgen neben mir aufzuwachen? Oh, Übernachtungsdate. Pack deine Schlafsachen ein, ich freue mich auf dich. Yeah. Deine Madeleine. Irgendwie ist nach dem Übernachtungsdate Zug immer so ein bisschen abgefahren. Ja, ne? Ja, guck mal, das ist sowas Intenses. Guck mal, die haben jetzt noch den ganzen Abend, die haben die ganze Nacht. Klar fühlt sich das nicht schön an. Ich mache mir auf jeden Fall Gedanken. Und das verunsichert einen tatsächlich, ne? Ich glaube, das Schwierigste an dieser ganzen Experience sind die Unsicherheiten, die dann hochkommen, die immer wieder die Stimmen aktivieren und einem das Gefühl geben, warum hat sie jetzt nicht mich genommen? Bin ich vielleicht doch nicht gut genug? Und das Problem daran ist, dass man nicht alleine damit ist, sondern dass alle das haben und dass man sich im Zweifel da reinsteigert und dass man immer wieder in Situationen gebracht wird, in denen man verunsichert wird. Ich muss auf jeden Fall das hier mitnehmen. Ey. Wenn ich reise, ne, auch Kurztrips, eine Sache, die ich immer mitnehme, wirklich ein bisschen zwanghaft schon, meine Skincare-Sachen. Ich weiß nicht, ob das schon aufgefallen ist, aber irgendwie ist mir meine Haut wichtig. Und ich würde sagen, seit 2 Jahren ungefähr beschäftige ich mich mit dem Thema Skincare relativ intensiv. Das hat was von Selfcare für mich. So, ich musste nur gerade dran denken, weil meine Taschen auch manchmal so voll aussehen. Und ich glaube oft, Leute so denken, du bist doch nur für 1 oder 2 Nächte weg. Wieso hast du jetzt irgendwie so viele Sachen hier mit? Hallo! Hi!
Ich will auf jeden Fall schauen, in welche Richtung sich das entwickeln könnte mit Nina. Ich finde ja auch, dass Madeleine immer so ganz herzlich bei der Umarmung ist, ne? Sehr, sehr süß. Ja, herzlich aufregend. Willkommen in meiner kleinen, bescheidenen Villa. Oh, sehr schön, bescheiden. Villa. Kannst du ja ahnen, was wir gleich machen? Hast du wir kochen. Okay. Ja. Ich kann richtig gut schnibbeln, ja. Aber ich bin nicht so eine Cooking Queen. Okay, ich auch nicht. Das passt ja schon mal sehr gut. Haben die nicht so einen Kochkurs gemacht in irgendeiner anderen Folge? Könnte ich einfach dasselbe nochmal mit weniger Chili machen? Paprika, die habe ich extra geschnitten. Auch nämlich. Sehr interessant, dass du die Paprika so lang lässt. Beim Kochen mich. Entschuldigung, mal ganz kurz, ne? Habt ihr gerade gesehen, was da an Soße drauf war? Wollt ihr mich echt verarschen? Also, sorry, aber eine Pizza, wenn die Soße so komplett durchsichtig ist, ne? Dass es aussieht, als ob man da nur so ein bisschen Sprühregen an Tomatensoße drauf gemacht hat, dann ist das keine Pizza. Da muss schon auch eine Schicht, das muss ja lecker, saftig, feucht, lecker Tomatensoße. Leute. Okay, das sieht schon besser aus. Ich nehme alles zurück, das sieht schon besser aus. Ich sehe ein Herz. Ich auch. Okay. Was du kannst, kann ich auch. Guck mal. Oha, richtig schön. Danke. Aber ich habe gehört, du bist nicht so romantisch. Nee, tatsächlich nicht so. Mhm. Also dieser krasse Kitsch. So Kitsch. Aber was, wie definierst du das oder was denkst so du? So Hollywood-Movie-mäßig. Also überall so rote Rosenblätter und... Dann lass mal nicht machen. Oh, das fühle ich auch gar nicht. Ich würde schon sagen, dass ich romantisch bin, aber eher im Sinne von aufmerksam und achtsam. Also vielleicht so, das würde ich eher sagen. So mit Kleinigkeiten und Überraschungen und hier so jemandem zeigen, dass ich an die Person denke. Was ich auch noch sagen wollte zu der Pizza, wenn ich Pizza mache, ich habe das große Problem, dass wenn ich koche oder Pizza selber mache, dass ich sehr viel Hunger habe. Und das führt dazu, dass ich meist mehr Belag als Teig habe. Ich mag mir schon so kleine Sachen ausdenken und so kleine Überraschungen. Ich glaube schon, dass ich ein bisschen romantisch bin. Aber ich würde auf gar keinen Fall irgendwo Rosenblätter streuen. Gott sei Dank. In der Villa wird sich bereits wohl gefühlt. Haben wir Bock? Die Stimmung ist heute sowas von heiß. Ich glaube schon, dass wir alle so ein bisschen irgendwie so, weiß ich nicht, so ein bisschen hornisch schon so geworden sind. Ich habe jetzt gerade hornisch verstanden. Hornisch. Ich bin ein bisschen hornisch hier werden. Ich liebe Küssen sowieso und kann man doch echt einfach mal machen. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Let's go. Also wenn nur eine von den anwesenden Menschen eine Grippe oder sowas hat, ne, haben das jetzt alle. Jede darf mal. Ja, ich fand's richtig geil. Ja, ich bin dann irgendwann überreizt. Und dann mach ich mich vom Acker. Ganz ehrlich, ich kann das so gut nachvollziehen, weil man darf ja auch nicht unterschätzen, dass in so einer Gruppensituation auch eine gewisse Dynamik sich entwickelt und so ein Druck entsteht. Und ich kenne das voll, dass ich dann so das Gefühl habe, so nicht dazu zu gehören und mich minderwertig zu fühlen. Und gleichzeitig finde ich es aber mega gut, dass Nathalie sagt, ich distanziere mich davon, weil ich das gerade auch nicht fühle und mich das löst Unwohlsein in mir aus. Und ich kann es so gut verstehen. Ich kann es so gut verstehen. Ich finde, das haben wir hervorragend gemacht. Mhm, finde ich auch. Für zwei Leute, die nicht so gut kochen können. Richtig gut. Haben wir gut gemacht. Mega. Cheers. Dieser Käse kippt überall in den See. Ich traue mich gar nicht mehr, meinen Mund aufzumachen. Ich auch nicht. So unangenehm. Mein Mund klebt es. Ich habe tatsächlich die ganze Zeit geguckt, ob das veganer Käse ist. So romantisch das aussah, so furchtbar war das in mir drin. Katastrophe. Ich weiß, da ist was. Und das war auf jeden Fall die richtige Frau so an meiner Seite in dem Moment. Sollen wir in den Pool? Sehr gern. Ja? Ja. Kannst du schwimmen? Ich kann schwimmen. Gut. Ich habe ein Seepferdchen. Echt? Ja.
loslassen. Ich habe schon Herzklopfen gespürt. Ich habe ja auch extra ein bisschen gewartet. Irgendwie bilde ich mir ein, dass Frauen sinnlicher küssen. Von dem, was man beobachtet. Der Kuss mit Nina war sehr schön und hat sehr, sehr gut harmoniert. Nach dem sehr, sehr schönen Abend mit Nina freue ich mich jetzt sehr, dass wir wirklich Zweisamkeit haben. Und ich bin total gespannt, wie sich das so anfühlen wird. Ich bin mega aufgeregt. Ich bin gespannt, wie viel Schlaf und ob ich Schlaf bekomme und was passiert. Ich freue mich einfach nur. Ich bereue es überhaupt nicht, dass ich nicht mitgemacht habe bei der Knutscherei. Natürlich kann das sein, dass ich einen Vorteil habe dadurch, weil das, damit signalisiere ich auch, dass ich den wirklich kennenlernen möchte. Was du ja noch gar nicht gemacht hast. Jeder ist für das verantwortlich, was er tut, ne? Und die Mädels sind dafür verantwortlich, Madeleine selber zu erzählen, was hier abgegangen ist im Haus oder nicht. Wenn ich jetzt im Haus rumknutschen würde, würde ich sagen. Madeleine und Nina hatten ebenfalls eine lange Nacht. Und genießen nun ihren ersten gemeinsamen Morgen. Ein Kamerateam, eine fette Kamera, die auf einen gerichtet ist. Ein Tonmenschen, Kameramenschen, eine ganze Crew. Super romantisch. Eine schöne, tolle Frau neben einem. War ein schönes Gefühl, hat sich auch gar nicht ungewohnt angefühlt, sondern schon irgendwie fast, ja, normal. Ich fand auf jeden Fall süß, wie wir gekuschelt haben. Wir haben tatsächlich die ganze Nacht eigentlich gekuschelt und das war auch hot und ein bisschen spicy und so, auf jeden Fall. Wie fühlst du dich jetzt nach dieser Nacht? Gut. Mhm. Also ich habe auf jeden Fall sehr genossen, dass wir mal Zeit miteinander verbringen konnten. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr schön mit dir. Fand's auch extrem schön. Ich glaube vor allem auch tatsächlich, dass diese kamerafreie Zeit mal so ein bisschen den Druck rausnimmt und man sich tatsächlich ein bisschen kennenlernen kann. Also wenn ich Mitspracherecht hätte in dem Konzept, würde ich sagen, eigentlich müsste man jeden Tag, naja, Übernachtungsdate ist ein bisschen übergriffig für Madeleine und so, aber es müsste eigentlich viel mehr Zeit mit Madeleine verbracht werden können, damit das auch nachhaltig irgendwie eine gute Entscheidung ist, damit man die Person wirklich auch kennenlernt. Ich bin ein bisschen überfordert und überwältigt, dass da eine emotionale Bindung ist. Und die ist jetzt auch noch doller geworden, finde ich. Ich will auch gar nicht gehen. Ich weiß, ich muss gleich. Das ist voll schön, aber gleichzeitig macht mir das halt auch wirklich einfach ein bisschen Angst, weil ja, ich bin hier nicht alleine. Dann frage ich mich, wie sehr kann ich mich öffnen? Wie sehr kann ich ausblenden, dass sie emotional noch Bindungen mit anderen Personen aufgebaut hat und weiterhin aufbauen wird? Getippt. Mhm. Aber ich habe auch Wirrwarr im Kopf. Das glaube ich. Man merkt ja bei beiden Seiten, dass es immer intensiver wird. Und ich weiß selber gerade noch nicht so richtig, damit umzugehen. Das ist auch emotional ganz schön viel insgesamt, ne? Auch für Madeleine ist das ganz schön viel. Die ganze Zeit andere Personen und neue Eindrücke und sich wieder auf jemanden einlassen und wieder auf jemanden einlassen. Ich glaube, das ist auch ganz schön anstrengend. Na gut. Lass mich verarschen, wo kommst du denn her? Nee. Schön, dass du da bist. Hi. Leute, wir haben verloren. Ich weiß. Oh Mann. Es muss gut gewesen sein. Nina ist richtig toll. Das ist das Schlimme daran. Das finde ich jetzt irgendwie süß von Elsa, dass sie auch sagt, Nina ist leider einfach richtig toll. Ich mag sowas. Wir hatten wirklich Zeit zu quatschen, aber auch zu knutschen. Yeah. Und dann? War schon spicy zwischendurch, ja. Ja, aber wir haben auch krass viel gekuschelt und sind auch so Arm in Arm eingeschlafen und auch so aufgewacht. Oh, wie fühlst du dich jetzt? Also, ich habe schon das Gefühl, dass wir so eine emotionale Bindung auf jeden Fall haben. Und das ist besonders für mich und ich glaube auch für sie. Aber körperlich hat es auch gepasst, oder? Das, ja. Mir sitzt die Zeit im Nacken. Das setzt einen unter Druck. The time sits in my neck. Ich gehe mit einem total gemischten Gefühl irgendwie in die Happy Hour. Wie sieht Madeleine mich eigentlich? Also hat sie mich vergessen oder bin ich noch präsent bei ihr? Ich kann mir vorstellen, dass gerade nach dem Übernachtungsdate mit Nina der Druck einfach gestiegen ist bei den Frauen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die eine oder andere sagt, boah, das wird jetzt echt eng. Ich finde sie auch einfach sehr reflektiert, dass sie jetzt auch jetzt in so einer Situation direkt wieder sagt, ich kann mir schon vorstellen, dass der Druck steigt. Also sie ist sich einfach der Sachen immer auch bewusst. Versetzt sich, glaube ich, auch sehr viel so in die anderen Menschen, was ich sehr wertvoll finde, weil sie Verständnis für ihr Gegenüber aufbaut. Ne? Ich finde das irgendwie echt ganz schön. Nina einfach, sie ist meine größte Konkurrenz hier, denn sie waren sehr schön miteinander, muss ich sogar zugeben. Also ich finde es
schön, wenn eine Frau Initiative ergreift und jetzt auch so ein bisschen, ich sag mal, kämpft in der Situation, weil ich dann sehe, okay, da sind Frauen, die haben wirklich ernsthaftes Interesse. So was Sex angeht, ich weiß nicht, wie du da eingestellt bist, aber ich lass mir gerne lange Zeit. Ja. Wie ist es bei dir? Also ich kann sowohl mir Zeit lassen, als auch ziemlich schnell. Mhm. Kommt tatsächlich echt so ein bisschen auf die Dynamiken an, ja. Ja. Ich finde es so spannend, weil ich glaube, das passt ein bisschen zu dem, was ich auch gesagt habe. Ich glaube, also vom Gefühl her, ein Mensch, der sich sehr stark auf ihr Gegenüber einstellt und wenn sie dann sagt, ja, ich kann das, dann hat das wahrscheinlich auch viel damit zu tun, dass sie sich einfach auf ihr Gegenüber einstellt. Und wenn das Gegenüber so ist und nicht von wegen, hier, ich will jetzt zack, zack, dann ist sie so, ja, kann ich auch. Und wenn sie dann sagt, nee, das Gegenüber sagt, nee, ich möchte mir aber heute Zeit lassen, dann ist sie so, ja, ich weiß gar nicht, warum ich die ganze diese Bewegung mache, die passt noch nicht gar nicht zu Sex, aber ist egal, ich mache das trotzdem. Wie ist es so beim Küssen mit dir? Also ist das da ähnlich? Wenn dann Vibe... Smooth Überleitung. Vibe da ist und so, dann geht das eigentlich schnell. Das muss halt passen, ne? Ja. Die müssen sich halt beide wohlfühlen. Wie ist das bei dir? Wenn ein Moment da ist, wenn es knistert, dann ja, sage ich auch nicht nein. Ich habe natürlich auch in ihren Blicken gemerkt, okay, sie möchte, dass wir uns küssen. Und ich habe auch gleichzeitig auch auf ein Signal von ihr gewartet. Die Musik, ey, ich kann nicht mehr. Darf ich reinkommen? Avec plaisir. Bitte? Bonsoir. Darf Mademoiselle. Darf ich? Ich bin jetzt schon drin, weil es regnet. Ja, Nathalie, komm her. Komm her. Surprise. Ich glaube, es ist jetzt nur ein Bauchgefühl, dass Madeleine von ihr genervt ist. Okay. Darf ich mich hinsetzen? Natürlich. Ich verabschiede mich von dir. Danke, das ist es. Danke dein Bett auch. Das ist mein Bett. Macht's euch gemütlich auf dem monatlichen Bett. Ja, ich habe da kein Problem. Hast du kein Problem mit? Nee. Okay. Cheers. Cheers. Bis später. Ciao. Ich hätte mir von Nathalie gewünscht, dass sie uns irgendwie vielleicht noch ein paar Minütchen gegeben hätte. Weiß nicht, ich glaube, Nathalie hat da einfach keine richtige innere Uhr. Wie fandest du, wie hast du unser Date erlebt, unser Einzeldate? Ich fand, wir hatten schöne Gespräche. Also, ich sag jetzt mal ganz kurz, was mich an Nathalie verunsichert. Ich finde, Nathalie hat von den Blicken und von ihrer Körpersprache her was Aufdringliches, aber gleichzeitig komplett Unsicheres. Ich kann es gar nicht so genau sagen, aber sie guckt so total. Also, sie kommt quasi hin und sagt so, also, wie fandst du unser Date eigentlich? Und das Ding ist, sie lacht dabei ja nicht irgendwie. Sie ist ja nicht so, ich freue mich voll, dich zu sehen, sondern sie sagt, ich freue mich voll, dich zu sehen. Wie fandst du unser Date eigentlich? Ich glaube, das ist so das, was mich ein bisschen irritiert und was mich voll aus der Bahn werfen würde, weil ich so denke, freust du dich wirklich oder möchtest du mich gleich irgendwo in einem Schrank einsperren und verschleppen? Weil das ist so ein bisschen, also sie gibt mir so ein bisschen Killer-Vibes. Nicht wirklich, aber ihr wisst, was ich meine. Schöne Themen, ja. Wichtige Themen. Und klar würde ich dich die ganze Zeit küssen. Aber ansonsten, ja. Wie fändest du das? Das wollte ich nämlich fragen. Wie fändest du das, wenn die hier knutschen? Oh, okay. Ey, was habe ich verpasst? Also, du warst ja gestern auf einem Übernachtungsdate oder jemand war bei dir auf einem Übernachtungsdate. Und die Leute hatten hier auch Spaß, auf jeden Fall. Okay, wow, sie so, ich will direkt alle unter den Bus werfen und einfach mal klar Schiff hier machen. Boah, krass, also es ist, ja, weiß ich jetzt nicht, wie ich das finde. Also es steht ihr natürlich zu, das zu tun, aber wenn ich Madeleine wäre, würde ich jetzt nicht denken, oh, damit hast du jetzt bei mir gepunktet. Ich würde denken, okay, offensichtlich versuchst du gerade die anderen schlecht zu machen. Und ich möchte lieber, dass Leute mich überzeugen mit ihrer Persönlichkeit. Aber ich verstehe natürlich auch, dass das eine Ausnahmesituation ist und es ist für mich hier, jetzt leicht es zu sagen, ich bin ja nicht in der Situation. Wer hatte denn so Spaß? Sag ich nicht, das müssen Leute dir selber sagen. Ihr macht mich alle so fertig. Okay, aber ich meine, dass also ich Spaß nicht, haben. Ich nicht. Ja klar, auf jeden Fall. Aber ich war nicht dabei. Ich bin mir nicht sicher, warum sie das sagt. Auf der einen Seite kann ich mir vorstellen, sie denkt sich, okay, sie möchte irgendwie für mich da sein, möchte, dass ich alles weiß, was so abgeht. Auf der anderen Seite fände ich schön, wenn sie die Zeit nutzt, um mehr von sich zu erzählen. So. Statt was bei den anderen Frauen so abgeht. Bevor ich irgendwas mache, möchte ich dich küssen. Bevor ich hier irgendjemanden küsse. Okay. Auch irgendwie alles sehr forciert und unsmooth. Also irgendwie vorher zu sagen, ja, weißt du, was die anderen Mädels da alle gemacht haben? Und dann die ganze Zeit irgendwie auch diese leicht angespannte Stimmung. Und dann einfach mit ihrem
sehr ernsten Blick, bevor irgendwas passiert, möchte ich dich noch küssen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese ganze Situation sie gerade einfach immer noch krass überfordert und sie das Gefühl hat, sie muss jetzt alles geben, um irgendwie bei Madeleine noch anzukommen und Ist das gut? Ob das gut ist? Mhm. Wie du das findest? Das musst du wissen, ne? Wie du Okay. Mir ist wichtig, dass Madeleine weiß, wo sie bei mir dran ist. Du bist sehr verwirrend in der Körpersprache, in der tatsächlichen Sprache und in aller Kommunikation. Das ist alles noch verwirrend. In der Villa. Darf ich drücken? Ja. Ich muss ehrlich sagen, bei Nathalie sind die Einzelgespräche tatsächlich teilweise ein bisschen kontraproduktiv, wenn ich das so sagen darf. Es ist tatsächlich immer so, wir lernen uns irgendwie gar nicht mehr so richtig kennen. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Ja, kann ich komplett verstehen. Hallo. Hallo. Na? Alles gut? Ja, bei dir? Oh, ich war irgendwo am Arm, aber wenn man die so nah ist, dann ist gleich direkt so, okay, alles klar. Okay. Miss, hätten wir uns gerade küssen sollen? Ganz komisch, keine Ahnung. Will ich nicht mehr drüber reden. Wo ich noch mal drauf zurückkommen wollte, du hattest ja mein Armband irgendwie so im Visier. Und ich hab da noch zwei Stück von. Wenn du möchtest, du kannst auch beide haben, aber darfst du dir gerne eins aussuchen. Danke. Wenn du möchtest, möchte ich das ummachen? Ja, gerne. Ich steh dir noch drauf. Süß, hey. Dankeschön. Gerne. Das ist wirklich sehr, sehr süß. Vom tiefsten Herzen habe ich mich wirklich, wirklich gefreut über diesen Armreifen. Ich finde ihn wunderschön und es ist eine tolle Geste. Hallo. Bleibt man hier bei dem Spot. Okay. Mir war heute nicht nach Knutschen, aber heute war so, nee, ich möchte einfach nur mal zeigen, ich bin immer noch da, ich bin immer noch interessiert und darum ging es. Ich finde das so, so schön. Das ist nämlich genau das Ding. Es geht nicht darum, jedes Mal die Zunge in den Rachen zu stecken und zu sagen, ich muss hier irgendwie wie so ein Hund an den Baum pinkeln, um zu zeigen irgendwie, hey, ich kann das alles. Sondern so ganz klar zu wissen, hey, ich will nur noch mal sagen, ich bin da, ich habe hier was, hier ist eine kleine Aufmerksamkeit. Und auch zu wissen, ich muss nicht jedes Mal rumknutschen. Eigentlich geht es ja vor allem auch darum, eine Person kennenzulernen. Und natürlich gehört Küssen dazu, aber ich finde, es geht ja vor allem darum, sich zwischenmenschlich kennenzulernen. Oh, ich habe jetzt noch gar nichts von dieser Knutsch-Action erzählt. Ich glaube, keiner, oder? Bis jetzt nein. Ja, wenn sich jetzt irgendjemand hinhockt, ich habe mit Jess geknutscht. Nein, auch so. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das passieren könnte. Ich wollte einmal mit dir schnacken. Ich habe ehrlich gedacht, heute bei der Happy Hour wird es irgendwie nichts mehr mit dem Gespräch. Und dann war ich sehr überrascht, dass sie doch noch auf mich zugekommen ist und gesagt hat, sie will mit mir jetzt noch mal sprechen. Freut mich voll, dass du auf mich jetzt noch zugekommen bist. Wollte ich zwar auch eigentlich noch mal machen, dachte ich mir, aber mir war das tatsächlich wichtig, dass ich auch dir zeige, dass ich auch auf dich zukommen möchte. Ja. Ich finde es auch so schön, auch hier, dass es nicht dieses Gefühl gibt von, es gibt ja Menschen, die sagen, ich erwarte immer, dass die Person auf mich zukommt und dass sie das auch umgekehrt macht, dass da dieses ein bisschen zumindest das Machtgefälle nicht mehr ganz so krass da ist oder zumindest es so scheint, dass es nicht mehr ganz so krass da ist oder von ihr so signalisiert wird. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass sie sich vorher überlegt, okay, wenn ich jemanden potenziell rausschmeiße, weil ich die Person noch nicht kenne, dann sollte ich vielleicht mir doch nochmal Mühe geben, die Person einmal richtig kennenzulernen oder besser kennenzulernen. Küssen ist für dich... Ist es wichtig für dich oder? Küssen? Ja. Ja, also mir ist Küssen auf jeden Fall sehr wichtig. Wichtiger als Sex vielleicht? Ja, ich würde tatsächlich fast sagen, wichtiger als Sex. Ja. Ich weiß was. Ja, genau. Doch, total. Aber ich küsse einfach, ich finde es so schön und ich finde es immer so schade, wenn man es irgendwie so wenig macht. Das stimmt. Ich würde dich auch gern küssen. Ja. Wenn du es auch möchtest. Sehr gerne. Ja? Mhm. No quiero llorar y no puedo dejar. Also ich muss echt sagen, der Kuss, der hat echt alles irgendwie so übertroffen. Also war wirklich der beste Kuss seit langem. Das war in Ordnung für dich? Auf jeden Fall. Sehr. Okay, das wirkt jetzt ein bisschen komisch, oder? Bin ich mir das eingebildet so? Ja, nee, es war cool. Ah. Bye. Sollen wir mal zu den anderen? Okay, ja? Ich stelle mir das auch ehrlich gesagt ganz schön komisch vor, immer so diese Person zu sein, mit der alle rumknutschen wollen. Und dann muss man irgendwie allen versuchen, es recht zu machen. So, pff, Halleluja. Ich habe halt bei dem Kuss, so schön er war, einfach nicht so richtig, ich habe nicht wirklich was gespürt. Es war so ein bisschen, es war halt Knutsche. Irgendwie ist kein Funke richtig rübergesprungen. Das ist ein bisschen auch das, was ich gefühlt habe. Bei ihrer Reaktion. Ich habe mit ihr ein Gespräch heute und ich habe zu ihr gesagt, hey,
Wie fändest du das, wenn ich jetzt hier jemanden küssen würde? Dein Ernst, Nathalie? Wolltest du das droppen? Was? Dass wir gestern eine Poolparty hatten. Wolltest du das erzählen? Nein, ich habe erzählt zu ihr, wie sie das fände, wenn ich mit jemandem was hier hätte. Ehrlich gesagt weiß ich jetzt auch nicht, wieso Nathalie das unbedingt ansprechen wollte mit Madeleine. Jetzt gibt's Spannungen. Natürlich triggert mich das, weil ich Madeleine mag und weil ich auch gerne mit ihr gesprochen hätte und weil ich dachte, ey, ich will ihr das sagen, was gestern irgendwie hier... Hey, ich weiß, dass ich das schon mal in mehreren Videos angeschnitten habe. Ich will es nur trotzdem noch mal kurz erwähnen, weil ich das auch eine Zeit lang oder sehr, sehr lange ungünstig häufig benutzt habe, das Wort triggern. Das wird so ein bisschen inflationär benutzt und kommt eigentlich vor allem aus der Psychologie und ist vor allem gedacht für Menschen, die eben einen Trigger, also einen Auslöser für Traumata haben. Und in dem Zusammenhang, finde ich, verliert der Begriff oft so ein bisschen an Bedeutung, weil man es sehr, sehr oft, wie gesagt, inflationär benutzt und dann oft gesagt wird, ja, mich triggert es, dass du blau trägst, mich triggert es, dass du sowas sagst. Das dürft ihr natürlich sagen, ich will nur so ein bisschen sensibilisieren, weil ich auch letztens darauf hingewiesen wurde und ja. Es ist nicht meine Verantwortung, ihr das zu sagen, das ist meine Einstellung, so. Und dementsprechend habe ich ihr das auch nicht gesagt. Für mich war wichtig zu klären in dem Gespräch, wie sieht sie das? Naja, sie hat's schon gesagt, direkt. Bezogen auf mich. Wenn du mir sagst, es ist so, wie es ist, dann glaube ich dir. Ja. Wenn du mich anlügst, dann bist du halt eine Bitch. So. Ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich, dass man vielleicht nicht selber in dem Moment mit sich im Reinen ist und ein schlechtes Gewissen auch Marlene gegenüber hat. Danke, dass du mich ausgerufen hast. War das gut? Ja, war gut. Gibt's einen Grund dafür, dass du nicht zu mir kommst? Ja, der Grund dafür ist, dass es mir zu viel ist und dass... Also das Ding ist, guck mal, es ist so, ich will mit dir was Besonderes sein. Mhm. Ich will mit dir schöne Momente in Ruhe sein. Weißt du, wie ich meine? Ich will nicht so diese 3 Minuten da jetzt so kurz auf dem Bett quatschen und einer wartet schon vorm Fenster und ist so, hey, ich will auch. Das ist genau das Ding, was ich auch immer so schwierig finde. Und ja, ich kann das auf jeden Fall verstehen. Aber das ist halt, dieses ganze Konzept ist halt einfach sehr schwierig. Ich kann nicht eine von vielen sein. Das ist schwer. Ja, dann hast du dir ja genau die richtigen Orte hier ausgesucht. Aber aufgeben gibt's eigentlich nicht. Ich krieg immer alles, was ich will eigentlich. Okay. Weil ich auch nicht sagen kann, okay, ich komme jetzt mal auf dich zu und renne dir hinterher. Ich stelle mich nicht an für eine Frau. Fertig. Also ich zum Beispiel, wenn mir jemand sagen würde in einem Date, ich kriege immer, was ich will, wäre für mich der Ultra-Abturner. Der Ultra-Abturner. In dem Moment würde ich denken, ich weiß nicht, was die Person mir versucht damit zu sagen. Also das ist immer so ein bisschen, möchtest du mir damit sagen, dass du mich jetzt auch kriegst, weil du mich willst? Aber dann musst du es mir ja nicht sagen. Also ist es eine Art, auch wieder etwas rauszurufen, um das bestätigt zu bekommen oder in dem Moment zu hören zu bekommen, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich weiß halt immer nicht so genau, was man in der Situation möchte. Also, ja, gut. Wir sehen uns gleich. Bis gleich. Bis gleich. Ciao, ciao. Ich hätte natürlich auch gerne Zeit mit ihr verbracht, aber ich habe mich halt bewusst zurückgehalten. Ja, klar hätte man irgendwie gern weiter angeknüpft an das, wo man sich verabschiedet hat. Mir fällt gerade auch noch eine Sache ein. Mir hat letztens irgendwie unter einem der Princess Charming Videos, da habe ich irgendwie gesagt, dass die auch ein schönes Paar machen würden. Ich glaube, es war Elena und Madeleine, weil ich gesagt habe, die sehen auch toll zusammen aus oder sowas. Und da hat die Person geschrieben, bedeutet das jetzt, aber mit so 18 Fragezeichen, bedeutet das jetzt, dass das Aussehen irgendwie außer Kraft der Beziehungsstatus oder relevant dafür ist? Und ich war so, hören Leute wirklich, was sie hören wollen oder interpretieren? Also manchmal habe ich das Gefühl, wenn man so eine gewisse aggressive Grundstimmung jemandem gegenüber hat, dann hört man, was man hören möchte. Oder es ist ein Thema, bei dem man besonders sensibel ist und dann interpretiert man die eigene Unsicherheit daran. Ich habe überhaupt nicht verstanden. Ich dachte so, habe ich das irgendwo gesagt, explizit, dass ich damit meinte, dass nur Menschen, die optisch gut zusammenpassen. Dieses ganze Format ist ja, basiert ja darauf, dass ich ein bisschen kommentiere und sage, hey, ich persönlich, meine Meinung ist, die sehen schön zusammen aus. Ich kenne weder die eine Person noch die andere Person richtig. Ich würde niemals, und das sollte man eigentlich wissen, wenn man meine Videos guckt, sagen, dass es bestimmte Kriterien gibt, warum Menschen, das ist überhaupt nicht mein Recht, darüber zu urteilen. Trotzdem kann ich doch sagen, naja, sorry, ich will mich ja gar nicht für so krass, ich wollte nur sagen, das passiert manchmal. Erstmal vielen, vielen Dank für einen weiteren wunderschönen Abend mit euch. Genießt die Abende echt immer sehr. Ich hätte mir schon ein bisschen mehr Würze gewünscht, aber das passiert ja irgendwie immer, wenn ich nicht dabei bin. Aber ich fand es richtig, richtig toll mit euch heute. Aber trotzdem, ja, muss ich leider wieder eine Entscheidung treffen. Nathalie? Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt ausgeht. Wenn ich, basierend auf dem, was ich gesehen habe, entscheiden müsste für Madeleine, würde ich sie jetzt rausschmeißen, tatsächlich. Ich warte noch auf den Moment, an dem du dich so richtig fallen lassen kannst und hoffe, dass er noch kommt. Magst du bleiben? Sehr, sehr gerne. Mir ist auch noch mal wichtig, ne?
ich sage deswegen nicht, dass sie ein schlechter Mensch oder ich sie nicht sympathisch oder sonst irgendwas finde. Ich glaube einfach, dieser Druck, den man bei so einer Sendung spürt und dass das mit einem macht, sehr schwer vorzustellen ist. Und manchmal holt das eben Unsicherheiten in einem raus, die sich bei bestimmten Menschen so äußern, dass es auch mal unangenehm werden kann. Und dass man halt auch Sachen macht, die man vielleicht auch im Nachhinein bereut oder wie auch immer. Judge bitte nicht, seid lieb. Bedenkt bitte immer, dass da echte Menschen hinter sind. Versucht den Kontext zu sehen. Und ich habe schon ein paar Mal gesagt, wenn ihr das Gefühl habt, hey, ich finde die Person nicht so sympathisch, die andere Person mag ich lieber, dann geht zu der anderen Person und sagt der Person, dass sie sie sympathisch und toll findet, aber geht nicht zu der anderen Person und sagt ihr, dass sie sie nicht sympathisch und toll findet. Das, also wenn man nichts Nettes zu sagen hat, dann muss man das nicht sagen. Ungefragt und erst recht nicht, wenn es nichts Konstruktives ist. Ich würde mich noch mehr freuen, wenn du bleibst. Natürlich, gerne. Ich würde mich freuen, wenn du die Kette behältst. Ja. Gabi wird zum Beispiel auch noch gar nicht diese Folge richtig gezeigt. Also gar nicht. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ling. Auch gar nicht gesehen, die Folge. Ich mag deine lockere Art mega, mega doll. Ich bin nur irgendwie mit anderen Frauen weiter als mit dir. Und deshalb müsste ich dir die Kette heute leider abnehmen. Alles gut. Es tut mir leid. Es ist wirklich toll. Ich wiederhole mich, aber Madeleine ist sehr schön in der Kommunikation. Ich liebe dich. Ich euch auch. Du brauchst dir wirklich keine Gedanken machen, dass du ein bisschen später dazu gekommen bist, denn wir hatten wirklich sehr schöne Momente. Aber du solltest dich darauf auch nicht ausruhen. Okay, okay. Magst du die Kette behalten? Ja, gerne. Eisen. Auch wenig gesehen in dieser Folge. Würde ich mich wirklich freuen, wenn du bleibst. Mach ich gerne. Und ich freue mich auf die Umarmung, wenn du jetzt die Kette behältst. Sehr gerne. Gott sei Dank konnte ich bei unserem Übernachtungsdate wirklich eine ganz andere Nina kennenlernen und die Nina, die unter den Klamotten steckt. Okay, das ist lange jetzt ein bisschen falsch. Ja, egal. Möchtest du hier bleiben? Auf jeden Fall. Steffi, du kommst immer auf mich zu. Du hast mich immer irgendwie im Auge. Und das schätze ich ja schon, seitdem du hier angekommen bist, so sehr an dir. Leider springt der Funke nicht so richtig über. Und deswegen müsste ich dir heute die Kette leider abnehmen. Alles klar. Ich hab's mir schon gedacht. Die anderen scheinen sehr überrascht zu sein. Es ist immer so spannend, weil man selber ja einfach nicht da ist. Und falls ihr das noch nicht wusstet, ihr seid auch alle nicht mit da. Mein Steffi, mach's gut. Wir lieben dich. Wir sehen uns in Köln. Wir sehen uns in Köln. Ja. Ich muss schon sagen, ich bin echt voll enttäuscht irgendwie. Habe ich das so krass anders wahrgenommen und mich da jetzt doch irgendwie in was verrannt vielleicht. Die Zeit des ersten oberflächlichen Kennenlernens ist jetzt vorbei. Jetzt beginnt der Abschnitt, in dem ich ganz genau schaue, mit wem ich mir eine Beziehung vorstellen könnte, wer zu mir passen kann. Und ich freue mich auf die nächste Zeit mit euch. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Ihr seid alle so toll. Und ich hoffe, ihr freut euch auch auf die nächste Zeit. Dann würde ich mich jetzt verabschieden. Das war's für diese Woche. Es war wie immer eine schöne Folge. Es wird ein bisschen dynamisch, habe ich das Gefühl, langsam. Und ich denke, es wird jetzt auch immer mehr. Und es wird auch schwieriger, glaube ich, komplett harmonisch zu bleiben. Wie immer freue ich mich über Algorithmusgrüße, über Konsensumarmung. Ich drücke euch und wünsche euch einen wunderschönen restlichen Tag, Nacht, wann auch immer es gerade ist. Und nächste Woche. Die Zeit, die man hier hat, die muss man nutzen. Und wenn nicht, dann hat jemand anders. So läuft das hier. Melanie ist meine größte Konkurrenz. Gute Idee. Und bei dir? War schon richtig schön. Kann ich ablösen? Natalie. Leute, es wird emotional. Oh nee, Leute. Ich hab doch PMS. Lass uns gemeinsam in eine strahlende Zukunft blicken. Ich wünsche mir, dass ich mich so lieben kann, wie ich bin. Dass man sich nicht mehr outen müsste. Eine Welt, in der es heißt, ich bin queer und ich stehe hier. Yes.